Ja, guten Morgen. Ich habe gedacht, ich starte mal mit einem kurzen Video in die neue Woche. Und zwar habe ich des Öfteren Fragen über Heidelbeeren, wie sie jetzt auch hier hinten bei mir im Kübel stehen, habe ich Fragen bekommen bezüglich Pflege und sowas. Und das wollte ich euch mal eben kurz erzählen. Und zwar ist es gar nicht so schwierig, Heidelbeeren auf der Terrasse oder auch allgemein im Garten zu pflegen. Das ist jetzt Blue Crop, die Sorte, die sehr große Früchte macht. Und jetzt auch erst anfängt zu reifen. Ich habe noch eine zweite Sorte, eine etwas von den Früchten her eher pink, die jetzt schon fast fertig ist mit der Ernte. So habe ich ein gutes Erntefenster. Die eine ist fertig, die andere fängt dann erst an. Worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, ist einen ausreichend großen Kübel zu wählen. Ich habe jetzt meine beiden Sorten in einem 40 cm Kübel. Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich aber einen etwas größeren wählen. Ich werde jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr auch umtopfen müssen. Die sind jetzt seit 2 Jahren in dem Topf drin, aber es wird langsam eng. Ja, was gibt es zu beachten? Blaubeeren brauchen einen sauren Boden, sprich ihr braucht für die Pflanzen eine sogenannte Morbiderde. Es gibt im Handel auch eine Heidelbeererde, die allerdings ein bisschen teurer ist. Ich würde euch empfehlen, nehmt eine ganz normale Rhododendronerde. Die hat den pH-Wert eher etwas im niedrigeren Bereich oder wie man sagt im sauren Bereich. Die ist perfekt auf Blaubeeren abgestimmt. Ich würde im Frühjahr, das habe ich hier auch gemacht, ein bisschen Kompost mit einarbeiten und einen organischen Rhododendron-Dünger oder auch einen Bärendünger oder einen allgemein organischen Dünger reicht dafür auch aus. Und dann habt ihr so die wichtigsten Sachen, die ihr für Blaubeeren braucht. Was auch empfehlenswert ist, eine zweite Sorte zu haben. Meine wächst ungefähr oder steht im Kübel ungefähr 2 Meter entfernt zu dieser Sorte hier, um die sich gegenseitig zu befruchten und den Ertrag noch ein bisschen zu erhöhen. Also ich bin auf jeden Fall ein super Freund oder eher gesagt Fan von Blaubeeren, weil sie einfach super lecker sind und sie sind super einfach anzubauen. Und die ersten 2-3 Jahre braucht ihr auch überhaupt nichts schneiden. Ihr müsst einfach nur später, wenn es dann bei mir soweit ist, werde ich es euch natürlich auch in einem Video zeigen, müsst ihr einfach nur ältere Triebe entfernen. Ansonsten braucht ihr so erstmal nichts machen. Was auch noch ein Tipp von mir wäre, ist den Boden. Ich zeige euch das mal eben hier. Ich habe den Topfboden mit Rindenmulch gemulcht, weil Rindenmulch auch eher sauer wirkt. Und Heidelbeeren mögen es ja, wie gesagt, sauer. Und Rindenmulch hat auch den Vorteil, dass die Erde im Topf nicht so schnell austrocknet, weil die Sonne halt nicht direkt auf den Topfboden scheinen kann. Und durch diese Mulchmaterialien habt ihr etwas mehr Wasservorrat dann bei euch im Topf. Ja, so viel dazu von mir. Ich wünsche euch einen angenehmen Start in die neue Woche und wir hören oder sehen uns. Bis denne.